Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus D-Game Studio. Mein Name ist Master Schröder und ja, da wir in der letzten Folge ja unser Auto dann doch etwas unfrei, oder naja, nee, ja, unfrei würde ich eh, würde ich schon sagen, aber auf jeden Fall aufs Spiel gesetzt haben. Jo, mein Inventar ist voll, du kannst mir jetzt nichts mehr bringen. Das hat man schon mal geklärt. Mein Handy ist ja richtig gut los in der Luft. So, die wollen mir alle Dings bringen. Ach, Mann. Was lege ich in der Back? Ah, ich weiß, was ich weglege. Erstmal nehme ich hier ein paar Motoren mit. Davon brauche ich nämlich welche, um ein neues Auto zu bauen. Was fehlt denn für ein Panzer? Ach, da fehlen noch mehr Motoren. Der Panzer ist ja langsamer als das Auto. Machen wir erstmal ein Auto. So, und dann werden wir jetzt mal ganz kurz hier die Filter da reinschmeißen. So, gut. Und dann geht es hier wieder runter. Und jetzt müssen wir mal ganz kurz gucken. Diese ganze Fusselkram, der wird doch nur hier oben für die Kohle gebraucht. Warum wird hier keine Kohle mehr gebraucht? Weil kein Kohlenstoffdioxid mehr hergestellt wird. Und weil hier auch keine Kohle mehr hergestellt wird. Aber das wissen wir ja. So, hier haben wir Eisenerz. Okay. Das haben wir in Massen. Und das ist auch wieder so, dass das hier alles voll ist. Gut. Uns fehlt es ja quasi hier an dem wunderschönen Material für diese Sachen. Na, wenn wir jetzt hier wirklich eine... Ich muss hier eine Vernichtungsanlage für Nafta. Ich will Nafta nicht vernichten eigentlich. Hm, dann machen wir noch einen Tank dahin. Haben wir noch einen Tank in der Tasche? Da. 10 Tanks sogar in der Tasche. So. Ich will Nafta halt einfach nicht vernichten. So. Das liegt mir ferner denn je. So, dann müssen wir jetzt hier mal gucken. Das sieht noch gut aus, das sieht noch gut aus. Das müsste doch eigentlich hier jetzt erstmal wieder ein bisschen... Ach, das sieht nicht mehr so gut aus. Momentchen, hier müssen wir wahrscheinlich mal noch eine Kiste daneben bauen. Und ein Greifi. Hm. Da auch noch ein. So. Und dann brauchen wir noch einen Greifarm. Natürlich haben wir hier keinen Strom. Wer hätte es gedacht? So, jetzt haben wir doch Strom. So. Gut. Jetzt kann die dann auch was produzieren hier. Da sind 11k drin. Da muss ich auch noch eine Kiste dazu stellen. So, und dann nehmen wir hier nochmal den. So. Nehmen wir hier den Strommast. So. Fertig. Gut. Dann können die jetzt erstmal wieder hier produzieren. Müsste hier auf jeden Fall erstmal... Oh ja, richtig gut was in Gang gehen wieder. Kohlenstoffdioxid wird dadurch verbraucht. Es wird natürlich auch ein bisschen Schwefel Abwasser hergestellt. Denn gut. Und hier müssten wir eigentlich die Produktion so umstellen, dass eventuell das Maximum an dem Grün rauskommt, an dem grünen Material. Aber naja, gut, da kommt ja erst noch ein bisschen was raus. Auf jeden Fall kommt erst wieder was. Was dann dafür sorgen könnte, dass wir wieder ein bisschen Schmiermittel ab und zu mal kriegen. Was dann eventuell hier oben in der Produktion ankommt und hier für Elektromotoren sorgt. Guck an, da kommt schon was an. Sehr schön. Gut, okay. Also, das haben wir schon mal, dass wir da ein paar Elektromotoren wieder kriegen, damit wir dann dort ein bisschen wieder Flugstelle bauen können und mit den Fluggestellen natürlich dann auch wieder Roboter bauen können. So. Wir machen uns weiter den Sprengstoff, das ist auch schon mal ganz gut, und haben uns natürlich jetzt ein paar Backsteine mitgenommen, weil wir unsere Roboter unterstützen wollen und da oben ein paar Backsteine legen wollen. Damit wir dort schon mal alles ausgelegt haben, was wir auslegen müssen. Hier ist auch sehr reger Betrieb. Muss ich ehrlich sagen, also hier hat ja irgendwie die Abnahme ganz schön zugenommen. Ich weiß gar nicht, ob ich hier irgendeinen Prozess umgestellt habe, warum das hier so rapide funktioniert, aber naja, gut, egal, macht ja nichts. Wenn es funktioniert, funktioniert es, das ist schon mal gut. So. Gut, dann gehen wir jetzt ein Stückchen nach oben, legen heute noch ein paar Steine. Dann wird ja hoffentlich der Sprengstoff auch soweit fertig sein, dann wird vielleicht auch mein Auto soweit fertig sein. Ein bisschen Beton haben wir noch, den Rest werden sie mir noch liefern, solange wie ich hier oben rumlaufe, gehe ich ganz fest von aus. Das ist ja auf unsere Robbys ist ja durchaus Verlass. Und dann müsste irgendwann auch das Auto fertig sein und dann könnten wir oben quasi mal Löcher in den Teich sprengen oder in den Sand wieder sprengen, um dann dort die Produktion, die hier ist, dann um eine Etage nach oben zu setzen. So, dann müssen wir natürlich dann mit den anderen Wassersachen, da müssen wir noch aufpassen, da müssen wir noch ein paar mehr von den Standardpumpen dazu nehmen, damit wir da Wasser kriegen, beziehungsweise vielleicht eventuell hier auch einfach
sagen, dass wir hier ein kleines Loch reinspringen jedes Mal und dann quasi die Pumpe hier für diesen Gang bauen oder sowas. Dass hier jeder Gang eine einzelne Pumpe für sich hat, aber innerhalb dieses Bereichs, wo wir dann hier die Rohre verlegen, weil wenn ich da ein kleines Loch fürs Wasser reinmache, dann ist das schwierig, oh, das kriege ich ja hin. Muss ich natürlich erst dann reinspringen, wenn wirklich auch notwendig. So. Gut. Das heißt, also hier könnte man ja eigentlich auch schon zumauern und alles verplanken, aber na gut, ganz so weit sind wir noch nicht. Ah ja, wir haben ja neu gestartet, deswegen ist ja der Auslegebereich wieder etwas kleiner. So. Da müssen wir hin. Und dann geht das los hier. Und dann ist es nämlich auch scheißegal, was für ein Rasen wir hier hingelegt haben, auch wenn der ganz hübsch aussieht. Aber durch unsere Bewegung ist der dann quasi weg. Naja, zu planiert. So ist es halt, nicht? Wie es halt so manchmal ist in der Natur. Also Natur ja nicht, aber da wo wir Menschen sind, da mauern wir uns gerne auch oder planieren uns gerne die Gegend. Damit wir keinen Dreck an den Füßen haben, damit wir schneller laufen können, sonst irgendwas. Genau das gleiche. Ups, das passiert ja hier auch. Da nehmen wir uns nichts, was den Rest der Menschheit angeht. Macht ja auch nichts. So sind wir halt. So, gut. Das aber, puh, mal am Rande, war ja schon wieder schwierig hier. So, wir werden ja wahrscheinlich auch jede Menge von diesen Steinen los. Das ist schon mal ganz gut soweit. Müssen wir mal gucken, wie weit wir hier oben schon sind. Ich glaube, da oben kann ich noch die Querstraße wieder setzen, ne? So, da scheint noch irgendwo Wasser zu sein. Sonst würde da nicht so ein Ring entstehen da drum. Da müssen wir mal ein bisschen Sand setzen. So. Und dann können wir wieder Steine drüber legen. Feine Sache das. So. Und hier müssen wir natürlich noch fleißig alles Mögliche wegholen an. Ach, das ärgert mich, aber der Sprengstoff, das war schon echt, das war schon teuer, dass das Auto mit dem ganzen Sprengstoff in die Luft gegangen ist. Das kostet nämlich echt extra, oder das kostet echt ganz schön viel Ressourcen. Na, egal. Vor allem kostet auch Schwefel, aber gut. Die Produktion haben wir ja jetzt ganz gut in den Griff bekommen, dank eurer Hinweise, dank eurer Tipps. Toll, da habe ich jetzt eine Ecke in die Straße gebaut. So. Da bin ich auch recht dankbar drüber. Gefällt mir sehr gut und das ist, oder sagen wir mal, es ist ja auch sehr gut, dass ihr mir helft. So, hier müssen wir jetzt mal ganz kurz gucken. Aber hier jetzt diese Roboter-Geschichte, die müssen wir jetzt hier ausmachen. Wieso ist denn da noch ein Bauauftrag drauf? Der muss da runter, weil sonst machen uns hier die Roboter quasi das Tier wieder weg und legen dann da Sand hin. So wie sie es da an zwei Stellen sogar schon gemacht haben. Fürchterlich. Aber da sind sie halt fix. Unsere Roboter. So, ich merke gerade, ich habe keine Musik an, aber das bleibt jetzt denn die Folge über mal so. Das bitte ich mal zu entschuldigen. So, habe ich zu spät gemerkt. Ich wollte eigentlich ganz standardmäßig eigentlich auch Musik anhaben. Naja, gut. Ah, so ist das halt. Zwischendurch. So, dann da wieder hoch. Sehr schön. Darüber. Runter und dann irgendwann gehen uns jetzt wahrscheinlich das Gestein aus hier. Na, die Runde schaffen wir noch. Runter. Geht auch noch. So, wie haben wir noch? Wir haben jetzt noch 1500, knapp 1428. Das ist jetzt nicht mehr ganz so viel, aber dann gucken wir mal noch. Da kommen wir bestimmt noch ein kleines Stückchen hier einmal den Gang so ein bisschen hoch, so und da. Achso, Klippensprengstoff habe ich nicht, in dem, da sind wir schon wieder ganze Würmer drin. Ne? Wie weit sind wir denn dann jetzt eigentlich hier von unserem Plan weg? Hier muss noch irgendwo eine 1, 2, 3. Okay, ja, das ist noch jede Menge zu tun hier oben. So. Ihr kleinen süßen Würmchen. Das dauert auch nicht mehr lange, dann haben wir euch auch weg.
Zack, da sind wir alle. So, ja, hier ist das natürlich auch noch eine Betonstraße dazwischen. Die können wir dann noch setzen hier. Wenn wir schon mal einmal hier oben sind. Wie sieht es aus mit dem Sprengstoff? Das produziert immer noch fleißig. Ein drüber, ein drunter, ein links, ein rechts. In die falsche Richtung gelaufen. Das kann man ja mal machen. Das ist ja... Manchmal darf man auch keine Fragen stellen, was er hier tut. So, gut. Okay, warum macht er das da? Backsteine, haben wir 93 Stück. So, da kommen sie ganz langsam angeschwebt. Mit dem Rest oder mit Sand wieder. So, dann sind wir hier mal hoch. Da ist alle. Brauchen wir also auch noch ein bisschen Beton hier, aber das dachte ich eigentlich, dass sie mir den bringen, aber bin ich wahrscheinlich wieder zu hastig unterwegs hier überall. Warum fliegen sie dann nichts hinterher? Oder ist doch, ist denn welche unterwegs zu mir? Jo, 2001 sind sogar unterwegs zu mir. Sand sind 1000 unterwegs. 1000 unterwegs zu mir? Habe ich bloß zwei Sand in der Tasche? Ich habe doch nur 98 Sand in der Tasche hier. Ja, das Problem ist auch, wenn ich hier helfe, ne? Das ist ja gerade das. Auch wenn ich helfe, fliegen die Roboter ja den Punkt an. Das ist sinnvoller, dass ich den hier außen schon mal dann einmal langlaufe und hier außen ganz einfach den Sand hinpappe. Ah, zumal, obwohl, wenn ich den in der richtigen Ausrichtung so hinlege, dann verschwindet das sogar. Okay, gut. Ja, dann kann ich doch hier helfen. Dann kann ich ja doch hier ein bisschen so unterstützend mit eingreifen und schon mal ein bisschen was mitbauen. Das ist ja gut. Okay, das wusste ich nicht. So, dann machen wir das noch größer hier. Und dann können wir ja hier doch schon... Ich dachte, der Auftrag bleibt dann bestehen, aber nee, wenn er nicht bestehen bleibt, dann ist ja okay, dann geht ja alles. So, machen wir hier alles zu. Das Gute ist, wir könnten ja theoretisch, ja, also eigentlich hätte ich oben die Pumpen schon setzen müssen, bevor ich, ne, also irgendwie Sand aufschütten, so, dass ich keine welche reinspringen muss, ne. Das, so wie ich das ja eigentlich auch da gemacht habe, naja, gut. Das wäre ja zu einfach gewesen. So. Weil wenn ich hier eh schon einmal runterlaufe, dann kann ich natürlich auch unseren Robotern ein bisschen Arbeit abnehmen, dass sie ein paar Dinger weniger setzen müssen. So. Gut. Denn zu tun haben sie ja noch mehr als genügend. So, wie sieht es jetzt aus mit dem Strom hier? Der Stromverbrauch ist jetzt ein bisschen höher gegangen, weil jetzt, glaube ich, wieder überall Abnahme besteht und jetzt auch hier die ganzen anderen Produktionsketten ein bisschen wieder in Jubeltruhe Heiterkeit kommen. Achso, da habe ich den Motoren bloß durchgeführt. Na gut, aber so viele Motoren kommen da noch gar nicht. Also so viel Schmieröl wird jetzt gar nicht hier noch nicht hergestellt, glaube ich. Aber immerhin, es ist ein bisschen was. Und dann kommt hier hinten ab und zu mal was an und dann wird hier auch mal ab und zu ein Roboter gebaut. Also das ist schon mal ganz gut. Hier, die Fluggestelle gibt es ja hier mehr als genug. Das heißt, die brauchen eigentlich auch gerade keine Motoren. Naja gut. Ja, ist noch nicht ganz hundertprozentig überfüllt hier. Na, das wird sich ja zeigen, wie denn, da werden die Motoren ja dahin laufen, wo sie hin sollen. Aber schön, dass wir schon mal sehen, dass von diesem grünen Öl wieder ein bisschen was da ist, also auf einem Based Mineral Oil. Und da werden wir jetzt hier nochmal nachgucken, nach Base. Okay. Based Mineral Oil. Was hab ich da falsch geschrieben? Vegetable Oil Refinering. Das ist dann ja aus Vegetable Oil, ja. Kriege ich Fuel Oil und Base Mineral Oil. Das ist ja eigentlich das, wo wir hinwollen. Aber kriege ich das noch woanders her? Das könnte ich hier noch herkriegen, wenn ich Naphtha. Thermalwater habe ich aber nicht. Und Carbon Monoxide. Dann könnte ich den Naphtha, der entsteht, quasi umformen. Kann ich denn das Fuel Oil umformen? Vegetable Oil? Nee, ne? Fuel Oil kann ich denn nicht umformen. Aber den Naphtha, den könnte ich noch umformen, wenn ich Thermalwater hätte. Und Thermalwater kriege ich aus Lithiumchlorid und Dampf. Lithiumchlorid und Dampf? Das kann ich doch mal ganz schnell... Was auch immer das für ein Gerät ist hier. Thermalwater Extraktor. Habe ich sowas schon? Thermal
Water Extractor. Hab ich. Gar nicht mal so billig. Weiß nicht, ob ich noch Prozessoren, doch ein paar Prozessoren habe ich noch. Also wir könnten ein so ein Ding ja mal bauen. Ein so ein Ding könnten wir ja durchaus mal bauen. Warte mal, was braucht die noch? Lithium, habe ich das da hinten nicht in Kisten irgendwo? Hier? Ist das nicht das, was da drin sein soll? Oder da oben mit drin, die 1,4 davon? Es ist nicht viel davon da, nee, aber ich sag mal, wenn ich jetzt denn hier erst ein bisschen Nafta umformen kann. So ganz geringfügig, weil Dampf habe ich hier ja, das ist kein Thema. Und dann kann ich hier ein bisschen Nafta umformen, da ist ja schon ordentlich was drin wieder hier überall, 30.000. In die Flüssigkeit, Based Mineral Oil, dann, ich meine, okay, hier unten haben wir natürlich auch Abnahmen und so, ne? Da könnte man ja schon mal ein bisschen Material wieder kriegen. Es saugt hier wirklich alles auf, ne? Also die kommen ja mit den Fusseln gar nicht nach. Das ist alles nicht auf dauerhaft arge Belastungen ausgelegt. So, jetzt müssen wir ein bisschen Titan finden. Wenn ich das richtig gesehen habe, ne? Stahlbeton. Und 4 Prozessoren. Dann kann ich so ein Ding mal bauen. So, dann müssen wir mal gucken, ob das vielleicht eventuell. Könnt ihr ja erstmal probieren. Boah, es hat ja keine Fliege hier. Da wird mir richtig dudelig im Kopf. Irgendwann geht uns sowieso das Zeug denn aus, oder? Reservoirgas? Nee, das geht uns nicht aus. Das produzieren wir da hinten ja in Massen. Wollte ich haben hier? Nafta wollte ich umformen. Achso, ich wollte jetzt gucken. Prozessor brauche ich 4. Könnten wir hier, wie ist das nochmal? So, dann kann ich einen so einen Thermalextraktor bauen und dann muss ich mal gucken, dieses Lithium-Gelöten müsste doch hier hinter unserer Energieproduktion müsste das doch eigentlich da oben liegen. Lass mich mitlaufen hier, danke. Oben rum, links rüber, vorne weg. Hier liegt jetzt schon Material, staut sich schon zurück das Material, warte, nee, ich will ja eigentlich da oben drüber hin. Das müsste hier oben liegen. So. Lithium per Dingenskirchens. Lithium Chloride. Naja, das ist ja immerhin ein bisschen was davon da. Machen wir den Modder hier mal raus. Nehmen wir noch ein bisschen Lithium Chloride mit. Na komm. So. Gut. Dann haben wir das alles, was wir davon brauchen. Dann müssen wir dann nachher wieder gucken, wie wir das herstellen. Aber das könnte erstmal kurzzeitig beim Based Mineral Oil zumindest ein bisschen für Entspannung sorgen. So. Bis wir denn nachher irgendwann mal das aufgebaut haben. Jetzt müssten auch wieder Bretter losgehen, ne? Die Bretterproduktion und sowas. War gerade aber komisch da. Genau, jetzt geht hier auch die Bretterproduktion wieder los. So, aber nichtsdestotrotz, aus der Nase läuft der Rotz. Unsere Produktion von den ganzen anderen Krempel, die jetzt Vorrang hat, kann ich eigentlich innerhalb dieser Dings das schieben. Ja, jetzt habe ich hier natürlich was rausgeschmissen. Kiste. Nein. Das da rein. Hier F drücken, so. So, dann machen wir jetzt diesen Thermal-Dingsbums. Dann machen wir jetzt die 26 Dinger da noch. Und dann machen wir das Auto. Oh ja, gut. Soweit sind wir dann erstmal. So, jetzt können wir dieses Thermal-Extraktor, den könnten wir jetzt hier hinbauen. Den habe ich ja jetzt irgendwo da. Da ist er. So. Das sieht ja aus. Klar, okay. Da ist der Ausgang, da ist der Eingang. So. Ach so. Das ist jetzt erstmal der erste Schritt zu der ganzen Sache hier. Wo ist er hin? Da.
Ist ja gar nicht mal so klein, das Ding, ne? So, da müssen wir Dampf anliefern. Das ist kein Thema. Und wir müssen hier das Zeug reinschmeißen. Das sollte ja auch jetzt so erstmal kein Problem sein. Das können wir ja da so mal hinbauen. Und dann machen wir hier Strom hin. Gib mal Strom her. So. Und dann brauchen wir Dampf von oben. Hier haben wir Dampf zum Beispiel schon in der Leitung. Da liegt ja schon mal ganz nah dran. Nee, ich habe doch auch noch Kupferleitung, oder? Ja, Bronze meine ich. So, gib mir mal eine Bronzeleitung hier mit nach unten. So. Wie wär's denn damit? Ist das nicht schön? Ja, das ist nicht schön. So. Da dran, da dran. So, Dampf haben wir auch dran. Das macht ja schwierige Geräusche. Ah, gut. Okay. So. Dann brauchte ich jetzt was für ein Gerät? Chemical Plant oder sowas. In der Art. Warte mal, nochmal gucken ganz kurz. Was brauche ich da? Chemical Plants? Chemical Plant. Alles, was Chemical Plant heißt, habe ich gerade nicht in der Tasche, ne? Nee. Aber das müsste doch hier links um eine Ecke gebaut werden. Gucken wir nochmal hier hoch. Ich glaube, Chemical Plants mache ich hier irgendwo. Da. Chemical Plants. Ach. Das ist auch fast alles da, was man braucht. Es ist ja fast alles da, was man braucht. Manchmal ist das ja schon sehr erstaunlich. So, okay. Dann brauchen wir jetzt hier Chemical Plants. Wie wär's denn mal mit zwei Stück? So, und ihr sollt... Lass mal los. Ihr sollt machen... Based Mineral Oil. Ja, das da. Nee. Was produzieren wir denn da? Based Mineral Oil. Okay, aus Nafta. Hm, okay. Ist da kein Chemical Plant? Doch. Mineral... Chemical Plant MK3. Based Mineral Oil. Erforscht ist es auch. Advanced Chemistry 3. Base Mineral Oil. Ich weiß noch nicht, wo ich das Monoxid. Naja, gut. Achso. Ich muss da drei Sachen ranliefern? Geht doch hier gar nicht ran, drei Sachen. Das ist halt ein Fehler im System. Auch Chemical Plant in 3, ne? Chemical Plant von Angels Petrochemical Processing. Haben wir da. Das Carbonmonoxid wird sowieso los, aber das geht ja hier noch. Naja gut, das kriegen wir dann auch noch hin. Aber, Base. Das ist nur das. Da ist ein Denkfehler da. Irgendwie habe ich da gerade eine Denkblockade. Aber das ist doch genau das, was wir haben wollen. Result. Jetzt habe ich das extra mir da zusammengebaut und alles gedacht und gemacht, aber irgendwie doch nicht recht, ne? Gut, wir können immer eine Standard-Chemiefabrik benutzen. Wir können ja mal ganz kurz hochgehen hier. Ich glaube, eine Standard-Chemiefabrik haben wir da oben im Dings drin. Das können wir nochmal untersuchen, aber ansonsten wüsste ich jetzt nicht, warum es jetzt erstmal nicht gehen sollte. Ich hätte jetzt echt gesagt, das hätte doch eigentlich gehen können. Wie schade ist das denn? So, warte, hier oben. Hier ist das so ein standardmäßiger Chemical Plant drin, ja. Da steht doch mal 11 Stück von. So. Bauen wir mal so ein standardmäßiges Chemical Plant hier auf. Sagen hier. Base. Auch nicht. Haben wir noch eine Raffinerie hier drin? Blöden, doofen Zufall vielleicht oder so? Nee. Gasraffinerie.
Ölgasseparator, Steamcracker. Gasraffinerie, die hat, glaube ich, hier zumindest schon mal einen Anschluss, drei Ausgaben. Nee. Auch nicht so das Rechte. Kann mir jetzt wirklich nur noch eine reine Raffinerie vorstellen, dass die das machen kann. Wo haben wir denn die reine Raffinerie? Warte mal. Raffinerie. Bauen wir eine. Vielleicht kann die das, aber wenn die das nicht kann, dann weiß ich es auch nicht, ne? Also dann sind wir da in eine Sackgasse gelaufen und das wäre natürlich sehr, sehr, sehr schade, aber durchaus möglich. Dann müssen wir doch nochmal drüber reden, was da in unserem Rezeptblock da vielleicht eventuell doch falsch ist. Weil das wäre ja eigentlich ganz cool gewesen, wenn wir jetzt hier das mit dem Base Mineral Oil hinkriegen würden. Aber na gut. So, eine Raffinerie haben wir jetzt. Dann probieren wir noch eine Raffinerie aufzubauen hier. Weil die jetzt zumindest schon mal. Nein, die hat bloß zwei Eingänge und kann. Ja, die kann das machen hier. Wir könnten das aber so rum umstellen. Heavy Oil Raffinerie, da kommt jetzt mehr Based Mineral Oil raus. Braucht man jetzt ja eher als Nafta und das andere Zeug. Kann ich das hier nochmal umstellen? Ach so, jetzt muss ich Residualgas anliefern. Ah. Na gut, das kriegen wir ja dann noch hin. Müssen wir das weiße Zeug mal einmal rauslassen, rausdrücken. So. Und dann müssen wir hier Residualgas mit anliefern. Das haben wir hier oben eh schon. Dann müssen wir bloß das hier eigentlich ankoppeln mit. So, dann müssen wir bloß raus. Das weiße. Das andere Zeug einmal da rausholen. Das heißt, wir koppeln das hier mal nochmal ab. Gut, das hätte jetzt auf einer Seite eigentlich gereicht. Dann lassen wir das hier nochmal unten liegen, damit wir wissen, was da hier vielleicht eventuell drin ist. Wir lassen das mal offen. Machen da bloß Blindstoppen davor. Ja, der zeigt uns an, was los ist. Okay, so, und jetzt müssen wir hier dieses Rohr quasi mit anschließen an den hier, so. Also warte mal, lass das mal erstmal nochmal, bau mal eine Pumpe dazwischen. Pumpen haben wir doch hier irgendwo. Bauen wir doch mal eine Pumpe da dazwischen. Also ein bisschen Strom noch dranlegen. Das ist aber auch immer wieder was. So. Gut. Und jetzt müsste die Pumpe doch eigentlich das hier zurückdrücken. Von hier unten. Ah, so recht nicht, ja. So recht funktioniert das nicht, so wie ich mir das vorstelle. Moment. Andere Idee. Flair. So. Das ist zu nah dran. So. Pumpe. Na, war doch nicht zu nah dran. Pump das mal da rein. Und du verbrenn das mal hier. Dann müsste jetzt hier irgendwann hier diese Leitung tot sein. Und dann müsste hier irgendwann das ganze weiße Zeug raus sein. In etwa jetzt. Das ist gut. Und dann bauen wir das hier dann dran. Und dann drückt es jetzt Residual der Gas damit rein. Und dann machen wir auf jeden Fall schon mal mehr Base Mineral Oil. Das ist doch schon mal ein fairer Deal. Kriegen wir zwar weniger Nafta, aber haben ein bisschen mehr Base Mineral Oil. Und das ist ja das, was wir hier brauchen. Und vielleicht eventuell steckt hier sogar der Lagerbestand an. Alles klar, okay, dann machen wir es so. Gut, das soll es gewesen sein für heute. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und oder ein Abo. Ich würde mich riesig drüber freuen. Schade, dass wir da unten in eine Sackgasse reingelaufen sind. Aber so ist es nun mal. Da müssen wir mal gucken, woran das lag. Irgendwas habe ich da falsch gemacht. Wir werden es rausfinden. Bis dann. Tschüss.